herzlich willkommen bei Pflanze. Heute wieder ein kleines Angelvideo. Ich bin hier unterwegs am ganz, ganz kleinen Bach, direkt vor der Haustür. Das ist die Helmer. Hier vorne ist eine Stelle, die werde ich gleich mal ausprobieren. Dazu muss ich aber erstmal versuchen, da irgendwie runterzukommen. Hier vorne wird mich natürlich dieser Wirbel wird mich hier interessieren, ne? Ich möchte heute euch mal, ihr kennt diese Dinger wahrscheinlich, diese Jigspinner. Die gibt es ja überall zu kaufen, sind sehr schön. Am großen See kannst du damit richtig schön Strecke machen, kannst weit schmeißen, kannst verschiedene Tiefen abmachen, aber die haben auch ein paar Nachteile. Und ich fische mit den Dingern hier ganz gern an diesen kleinen Flüssen, aber hier kannst du diese normalen nicht benutzen. Das heißt, die normalen sind viel zu schwer, sinken viel zu schnell ab und deswegen habe ich mir ein paar selber gebaut. Und die will ich euch jetzt mal zeigen. Tja, das ist übrigens alles, was ich mit habe. Also meine ganz normale Angel, dann den kleinen Kescher, meine Köderbox hier und hier halt noch so ein bisschen Kleinkram. Die Tasche ist fast leer, ihr seht schon, also so ein Tuch, ein bisschen Schnur, ein bisschen Kleinmaterial. Was zum Töten, ein Maßband und vor allen Dingen auch, das ist immer ganz wichtig, eine vernünftige Zange. So, und das war's eigentlich schon. Und jetzt gucken wir uns mal die selbstgebauten Dinger an. Das ist mit Doppelhaken und ihr seht schon, hier vorne ist ein Wirbel. Dann kommt der eigentliche Körper, der ist schwimmfähig mit Wolle. Die Wolle ist UV und hier hinten haben wir ganz einfach einen Wirbel eingebunden. Und ein Spinnerblatt. Hier habe ich nochmal eine andere Größe. Ist alles die gleiche Bauart. Ihr seht das schon. Und wenn ihr das vergleicht, der hat auch Doppelhaken hier. Das ist, glaube ich, von Lieblingsköder. Müsste ich jetzt lügen. Hat auch ein Spinnenblatt hinten. Ist eigentlich von der Sache her dasselbe. Aber er ist viel schwerer. Viel, viel schwerer als diese hier. Und wenn ich den hier an diesem kleinen Fluss hier benutze, der hat vielleicht eine Tiefe von einem halben Meter bis Meter. Manchen Stellen vielleicht sogar anderthalb, aber mehr auch nicht. Dafür ist er an anderen Stellen sehr, sehr flach. Das bringt nichts. Das bringt mich nichts. Das geht so schnell unter, da komme ich gar nicht zum Reinziehen. Und diese kleinen, die kann ich schön an der Oberfläche führen. Schauen wir mal, wie es läuft. Ganz gut. Hat kein Gewicht dran, also wiegt jetzt, ja gut, der Wirbel und Kram, was macht das ganze Teil wiegen? Ein paar Gramm, 2 Gramm, 2-3 Gramm, mehr ist das nicht. Ich habe hier vorne so eine Stelle, da schmeiße ich den hier so rein und lasse den nach vorne erstmal stehen. Der bleibt dann richtig in der Strömung stehen. Ja, läuft bis jetzt sehr gut. Anfasser habe ich leider noch nicht, vielleicht ist hier auch keine Forelle. Denn wenn hier eine Forelle wäre, hätte sie ja schon lange zugebissen. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Stimmt. Wir schauen mal weiter. Am wilden Fluss, hier ist ja noch viel zu entdecken. Hier vorne ist der Aufstieg, da muss ich jetzt erstmal wieder hochklettern. Aber so ist das ja immer, ne? Die Stellen, wo du gut hinkommst, da geht jeder hin. Ich will hier vorne nur mal zeigen. Also hier auswerfen ist eigentlich so gut wie unmöglich, weil die ganzen Äste hier gleich drüber sind. Aber hier vorne ist was angeschwemmt und da ist so ein Unterstand. Und dann mache ich es immer ganz gerne. Weil hier geht nämlich die Strömung auch direkt unter diesen Unterstand, dass ich das immer hier so ein bisschen anbiete und einfach nur mit der Rutenspritze so ein bisschen, weil der Köder wird direkt da reingetragen. Kannst du da wirklich da angeln, wo kein anderer hinkommt. Mit welchem Köder, mit so einem normalen Jigspinner, wie willst du dort runterkommen? Ohne Hänger. Keine Chance. Ja, jetzt sind wir nur wenige Meter weiter. Hier vorne habe ich eben gestanden. Jetzt will ich es mal hier probieren. Und zwar, dass ich den Köder hier reinschmeiße, den hier so runtertreiben lasse. Und dann kann ich das schön bis da vorne zum Baumstamm hin, ihn gegen die Strömung immer hochziehen. Das müsste funktionieren. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Da vorne an dieser Engstelle, da ist genau der Köder in der ganz starken Strömung. Und ich habe jetzt praktisch nur die Spitze und halte die hier unter Wasser und zupfe den immer so ein bisschen hierher. Lassen wir abtreiben. Und wichtig ist auch, dass die Spitze unter Wasser ist, weil sonst kommt der Köder zu hoch und dann springt er euch nur übers Wasser. Also du merkst auch richtig, wie der Köder arbeitet. Ich sehe ihn auch, wie er da hin und her springt, das ist genau in den Wellen. Genau eigentlich in der sauerstoffreichen Region. Das ist natürlich auch eine komische Art zu angeln, ne? Du sitzt hier und hältst eigentlich nur die Rutenspitze ins Wasser und die ganze Arbeit macht eigentlich der Fluss selber. In der Strömung da würde es wahrscheinlich sogar besser funktionieren, wenn ich mir vorne ein kleines Schebo dran mache. Könnte ich natürlich jetzt auch machen, ne? Könnte ein kleines Schebo dran machen, dass der Köder einfach tiefer kommt. Aber ich probiere es jetzt einfach mal so. Ja, hier ist jetzt auch wieder so eine Stelle.
wo du mit normalen Würfen wirklich nicht weit kommst, weil hier kannst du einfach nicht werfen. Und hier halte ich auch nur die Spitze vorne rein und ziehe dann halt so. Und du siehst da hinten, ich weiß nicht, das sieht ja jetzt nicht auf der Kamera, wie der Köder unter Wasser arbeitet. Und das kannst du halt nur mit einem Köder machen, der wirklich leicht ist. Der jetzt nicht ganz an der Oberfläche auftreibt, sondern eben leicht genug ist, dass du den hier von dieser Strömung kannst tragen lassen. Mit so normalen Jigspinner, die sind so schwer, die gehen dir hier auf den Grund und hier hast du jede Menge Holz und jede Menge Pflanzen und da hast du sofort Hänger. Und ich fische jetzt schon eine gute halbe Stunde an der Stelle und hier vorne auch und ich hatte noch nicht einen Hänger. Das ist einwandfrei. Und du merkst halt auch richtig in der Route, wie der Köder arbeitet, wie der Spinnerblatt arbeitet. In der Strömung, das vibriert richtig hier. Das ist richtig geil. Sieht richtig, wie der unter Wasser arbeitet und wieder hin und her getragen wird. Von da. Also der bleibt jetzt nicht nur an einer Stelle, sondern die Strömung ist ja da so ein bisschen unberechenbar. Wir schauen mal weiter. Wir wollen ja auch mal ein bisschen auswerfen. Das ist ja fast so eine Art, ja, pelagisches Angeln am Fluss. Ja, wir wollen ja mal ein bisschen auswerfen. Wir gucken uns, suchen uns jetzt mal eine Stelle, wo wir ein bisschen auswerfen können. Oh, das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Hier an den Seiten seht ihr das. Ist jede Menge Gehölz. Hier ist alles so eine Anschwemmbereich hier, wo alles angeschwemmt wird. Jo, wir schauen mal. Schöner Tag am Fluss. Die Sonne scheint, es ist warm. Hier kann ich euch mal zeigen, wie der unter Wasser läuft. Und zwar jetzt nur rein in der Strömung. Ja, und das ist nur rein durch die Strömung. Und das könnt ihr natürlich nur erreichen, wenn ihr so einen schönen leichten Köder habt, der sich auch gut dreht. Ja, Abbruch. Den Rest zeige ich euch im Keller. Ich muss nämlich leider jetzt einen Enkel zum Fußball fahren. Das ist natürlich wichtiger. Mann, gut, dass ich nur vor der Haustür bin. Der Fußball ruft. Also jetzt den Rest im Keller. Der Enkel will zum Fußball. Kannst du nicht machen, ne? Ja, wie gesagt, weiter geht's im Keller und jetzt zeige ich euch nochmal die Köder. Ich zeige euch jetzt nicht genau, ich kann da ein paar Worte zu sagen, wie die gebaut werden. Ist komplett einfach, mache ich mal irgendwann ein extra Video zu. Also erklärt sich eigentlich auch selber. Hier haben wir jetzt natürlich so einen normalen Spinner-Jig. Also so einen ganz normalen, ne? Und ihr seht, die haben hier hinten auch einen kleinen Wirbel, damit sich das Spinnerblatt dreht. Und genau die gleiche, ja, Art, sage ich mal, sind eigentlich diese, bloß dass sie halt vorne noch einen kleinen Wirbel haben. Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, vorne auch den kleinen Wirbel weglassen. Macht dann immer noch, ich binde das mit Nähgarn ein, verklebe das, macht dann um das Nähgarn immer noch so ein bisschen Auftriebskörper. Das sind diese Teile hier, die kennt ihr auch, das sind Moosgummiplatten. Die haben so diese Größe hier, das ist jetzt schon eine Viertel nur noch. Schneide ich mir hier so ganz kleine Streifen und wickel die dann so drum. Das ist einfach nur, damit die Köder noch ein bisschen mehr Auftrieb haben. Und dann nehme ich hier in diesem Fall zum Beispiel ganz einfache Wolle. Das ist hier ganz einfache Wolle. Die gibt es in 10.000 verschiedenen Dingern. Ich habe hier zum Beispiel mal einen, auch der ist auch mit Wolle umwickelt. Das ist halt hier mit so Glitzer drin, ne? So Goldglitzer. Hinten ein kleineres Spinnerblatt dran. Funktioniert auch super. Oder hier halt so einen normalen Haken. Das ist derselbe praktisch nochmal. Auch die Wolle hier, die ist sehr UV-aktiv mit verschiedenen Spinnerblättern. Da kann man variieren. Hier habe ich mal eine Nummer größer. Das ist jetzt schon so mehr so für Barsch, für größere Barsche oder eben für Lachsforellen. Der Vorteil ist halt immer, wenn ihr den Wirbel hier hinten mit einbindet, dass der Wirbel ein bisschen, dass das Ganze ein bisschen weiter nach hinten kommt und euch nicht hier im Haken hängen bleibt. Ne? Also ihr habt hier keine Probleme mit den Haken. Das Ding läuft eigentlich immer. Ja, hier habe ich zum Beispiel einen, auch mit einem Einzelhaken, der ist jetzt nur mit diesem Zeug hier, mit dem Kram und der ist ein bisschen mit Fingernagellack. Der ist also sehr auftreibend, geht auch sehr schön und hier kann man zum Beispiel auch entweder so benutzen, wie er ist, dann ist er halt so auftreibend oder ich mache hier ein ganz kleines Schebo dran, das ist hier glaube ich ein, müsste ich lügen, 4 Gramm Schebo. Hier habe ich zum Beispiel einen. Hier ist vorne eine Kugel, das ist eine Holzkugel, das heißt, die ist auftreibend und hier unten ist aber ein Gewicht dran, das heißt, der landet immer so. Ne? Der zieht immer so übers Wasser und zieht das so hinterher, das Gewicht. Das heißt, mit dem hier könnt ihr auch sehr gut zum Beispiel über ein Kraut angeln. Das heißt, der schwimmt, je nachdem, wie ihr ihn zieht und wie ihr die Rutenspitze hält, schwimmt er praktisch über das Kraut drüber. Den könnt ihr direkt ins Kraut reinschmeißen und könnt damit über den Kraut werfen. Da kommt ihr dann natürlich an Stellen, wo ihr sonst mit normalen Ködern nicht hinkommt. Dann habe ich hier noch sowas, das ist auch schon wieder so ein bisschen was für Barsch.
Ne, auch so mit Glitzer. Das ist übrigens alles Wolle. Das ist alles Wolle aus dem 1-Euro-Markt. Ja, und diese Dinger sind, wie gesagt, auftreibend. Es sind praktisch Spinner-Jigs, die auftreibend sind. Oder zumindest, sagen wir mal, langsam sinkend. Kommt darauf an, wie viel Auftrieb ihr hier natürlich verbaut. Das müsst ihr dann selber mal ausprobieren. Ne, also diese Holzkugel zum Beispiel hier vorne an dem Teil ist natürlich auch noch auftreibend. Und hier hinten ist auch noch ein bisschen Auftrieb dran. Meistens ist es so, wenn ihr jetzt nicht mit Holzkugeln arbeitet und nehmt wirklich nur dieses Zeug, was ich hier habe, dieses Moosgummi, das ist dann nicht unbedingt so mega auftreibend, dass die jetzt wirklich so an der Oberfläche stehen, sondern das ist gerade so, dass das so reicht durch das Spinnerblatt und durch die Wirbel und so weiter. Der Haken hat auch ein Gewicht, dann zieht sich das so langsam runter. Das heißt also, ja, praktisch langsam sinkend, sagen wir mal so. Der Vorteil ist halt, dadurch, dass sie auftreibend sind, die Haken kommen nie wirklich mit dem Boden in Kontakt. Und das ist bei mir so eine ganz wichtige Sache, einmal hier in dem kleinen Fluss, dass die Köder wirklich nicht unbedingt mit jedem Holz und jedem Stein, der da auf dem Boden ist, sofort einhaken. Und das Problem habt ihr halt bei Drillingen mit Spinnern. Wenn die einmal zu tief kommen, da ist ein Stein, der ist bemoost, da sind Stöcker, die bleiben sofort hängen und ihr habt sofort Hänger. Ich habe heute einen Hänger gehabt und das war im Baum, weil ich zu blöd zum Auswerfen war. Ansonsten im Wasser hatte ich gar keine Hänger. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Weil, wie gesagt, ich angel eigentlich ganz gerne mit diesen Spinner-Jigs hier, aber. Ja, für so kleine Flüsse oder so sind die halt nichts. Und da sind diese Dinger besser, weil ihr habt es vorhin gesehen, du kannst die wirklich wegtreiben lassen mit der Strömung und kannst die an so Stellen hintreiben lassen und da arbeiten lassen, wo du mit einer normalen, wo du eigentlich gar nicht mehr hinschmeißen kannst. Ne? Also ich habe teilweise auch so richtig unter ganz, ganz eng über dem Wasser hängende Bäume da drunter hintreiben lassen und ziehst sie dann ganz langsam wieder ran. Das kannst du mit keinen anderen Köder machen. Mit was für einem Köder willst du das machen? Ne? Wenn oder höchstens mit Fliegen oder sowas, dass du das machen kannst, aber da sind dann halt keine Spinner dran. Ja, das sollte schon gewesen sein. Wie gesagt, baut eure Köder selber. Ihr könnt damit jede Menge Geld sparen. Ich kann ihr noch basteln ohne Ende. Ihr geht raus, geht in den Keller, geht angeln, bastelt eure eigenen Köder. Scheißt auf die Angelindustrie, sage ich euch ganz ehrlich. Weil es ist nicht alles schlecht, was daherkommt, aber vieles ist einfach totaler Blödsinn. Ne? Man sieht sich.